2,2% für 10 Monate, das ist kein Angebot. Altersteilzeit wollen sie halbieren, den Zugang deutlich einschränken, nur auf die, die sie selber los haben wollen. Bildungsteilzeit, Fehlanzeige. Das heißt, für alle unsere drei Forderungen gilt, da muss noch kräftig nachgelegt werden. Und das geht nur dann, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen wie heute auf der Straße auch nutzen, was wir den Arbeitgebern verweigern können. Sie verweigern uns ordentliche Ergebnisse. Wir verweigern ihnen notfalls unsere Arbeitskraft. Und dafür sind Warnstreiks wie heute ein erster Beginn. Selbst bei schlechten Witterungsbedingungen, Metallerinnen und Metaller wissen, jetzt kommt es darauf an, jetzt müssen wir zeigen, Solidarität macht uns stark. Und das war heute eine wunderbare Veranstaltung hier bei Ford. Zu einem guten Arbeitsleben gehört auch ein gut gestalteter Ausstieg. Das sagen die Älteren, das sagen die Jüngeren. Die Rentenreform aus dem letzten Jahr hat uns gezwungen, einerseits die Altersteilzeit neu zu verhandeln. Andererseits wollen wir aber auch die Chance nutzen, dort zu korrigieren, wo Korrekturbedarf in der heutigen Praxis besteht. Aber, Kolleginnen und Kollegen, da dachten wir, da wären wir zumindest mit den Arbeitgebern einer Meinung. Wir werden zumindest einer Meinung, dass es darum geht, dieses sinnvoll bewährte Instrument fortzuführen. Was wir jetzt erleben, ist, dass sie eine Rolle rückwärts machen und en passant versuchen, 17 Jahre gelebte Tarifpraxis von Altersteilzeit einzukassieren, um allein ihren Anspruch durchsetzen zu können, dass nur der gehen kann, den sie gehen lassen wollen, und unseren Anspruch zu halbieren. Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Affront, den wir so nicht in den Raum stehen lassen können.